Wir machen nun weiter in diesem kleinen Spiel. Ah, ich finde es cool. Oh, Gott, ein Schlauch. Ach, genau. Hey, ja. Weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lily. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Okay, junger Freund. Darf ich durch? Darf ich jetzt durch? Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Verdammt! Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lily. Ja, er ist ein sehr netter Typ. Wir reden mal mit ihm. Ach, Lily. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Nein, du bist Dreck, junger Mann. Du bist einfach nur Dreck. Red mit uns. Nein, geht nicht. Verdammt. Manu. Ach, ja. Ja, ich muss gerade mal überlegen, weil... Hallo? Hallo? Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Was? Gumbo? Das war ja so Gumbo. Kellerschlüssel. Ach Mann, Lilly. Jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Aha. Hey, mein Junge, ich glaube, ich weiß wirklich... Nein. Wozu den Kellerschlüssel? Gumbo. Was ist Gumbo? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Genau. Ach, Lily, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das Gumbt. Aber du bist einfach nur lahm, voll Ungumbo. Ey, Alter, das ist voll Gumbo. Aber ich habe ja auch schon eine kleine Ahnung, was wir mit diesen Typen machen müssen. Aber ich verrat's noch nicht. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberen erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Ja, ihr die Schamhaare zupfen. Keine Panik, das machen Sag wir schon. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Das ist ein Idiotenkunde. Ich hasse ihn. Was haben wir hier? Beete umgraben? Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben. Richtig? Ja, du bist so schlecht. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lily. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Und ob ich dir helfen werde, junger Mann, und ob ich dir helfen werde. Wir werden doch zusammen diesen Schlüssel bestimmt noch umholen. Damit können wir jetzt irgendwie... Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Ja, ich suche einen anderen Platz zum Spielen. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lily. Ein sehr, sehr... Oh, Entschuldigung, Freunde, ist auch schon sehr spät. So, was haben wir denn hier? Zum Schuldeich. Ab ins Kloster. Ja, gehen wir mal zum Schuldeich.
Wir stehen auf. Schade. Der Wasserhahn war leer. Ein leerer Wasserhahn. Was machen wir denn bloß mit einem leeren Wasserhahn? Wo müssen wir nun hin? Ich hab's angespielt. Ich muss da kurz überlegen, was ich da gemacht habe. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Blups. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Ein guter Kerl. Ein echt guter Mensch. Ich muss gerade überlegen. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Ja, dieser Freeman macht sich sehr, sehr viel Sorgen um uns. Kann ich dir vielleicht irgendwie reinschubsen? Schubsen? Hm? Oh. Ach so. Wozu den Kletterschlüssel? Klosterregeln. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Aha. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, ja. Da bin ich aber mal gespannt. Brunnenverbot, Kellerverbot. Wir machen mal Brunnenverbot. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ja. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Du bist ein kleiner, blöder Kunde. Ach, der Sag Brunnen mal, ist bist tief. Du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge. Nö. Ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Na dann, spring drin. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Du bist ein Arschlochkind. Ja, dann, noch was überlegen. Na. So. Gehen wir mal zum Schulteich. Ich glaube, wenn ich... Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Hallo Freeman, wo bist du nur? Freeman! Da schau hin. Wir benutzen mal die Hage mit dem Bienennest. Was soll das? Lilly, nein! Geht weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Ja, dieses Spiel ist wirklich ein reines Psychospiel. Wurf mal, jetzt mussten wir, wenn ich mich recht entsinne, das tun. Und wir befreien natürlich unseren guten Freeman. Wir holen jetzt Freeman mal aus dem Brunnen. Und retten ihn vor diesen blöden Bienen. Ist so. Jetzt gerade mal. Mein Gedanken, dass wir jetzt Freeman retten. Wir spülen ihn. Spülen. Wir spülen ihn raus. Der Wasserhahn war leer. Verdammt. Doch nicht. Dann
sein. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Ja, hat es denn schon gehagelt? Außer ganz viel Stress? Können wir das hier vielleicht... Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Na dann! Gehen wir doch mal runter. Genau. Wie gesagt, ich hatte es hier schon eingeschrieben. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding! Ja, wir haben ein Ding. Dieses Ding führt direkt da rein. Und wir betätigen jetzt einmal diese kleine Pumpe. Lilly, schalte das sofort ab! Leck's mir im Busch! Lilly, schalte das sofort ab! Nö! Du bist doof! Schade. Ups. Nochmal. Achtung. Schade. Der Wasserhahn war leer. Ach, wie war denn das? Ich hab's noch angespielt. Lilly! Schalte das sofort ab! Du, jans mich mal! Blöde Ju! Ach, die ist doof, die Alte. Okay, dann müssen wir hier mal noch etwas schauen. Lilly durfte nicht ins Kloster, bevor die Gartenarbeit erledigt war. Hoffentlich fing es nicht wieder an zu hageln. Halt, Moment. Wir sprechen mit dem Brunnen. Brunnen, sprechen? Geht das? Hallo? Hallo, geht das? Nein, geht nicht. Dann gehen wir mal zurück zu Edna. Bis die Pumpe anschalten, kommt diese Frau Oberin. Na, hallo, Edna! Hey, Lilly, was gibt's Neues? Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Das ist ekelhaft. Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Alles klar, Edna. Dann gehen wir raus. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Genau. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen irgendwie die Oberin durchbekommen. Frau Oberin meckert etwas. Wer war denn das? Bin ich denn bescheuert? Nein. Ich möchte jetzt keine Antwort. So. Hier drehen wir auf. Schade. Der Wasserhahn war leer. Entscheiden. Lilly, schalte das sofort ab. Okay,
Diese Alte nervt mich gerade etwas. Lesbi? Könnt ihr hier kratzen? Oder der Mutter Oberin dieses Ding ins Gesicht klopfen? Nein, okay. Es geht natürlich nicht. Hallo? Zum Brunnen. Also irgendwas fehlt uns ja, glaube ich, noch. Bloß was. Oh, Freunde, bloß was. Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Ja, so sind wir Lillys eben immer. Na, so. Wollknull haben wir und eine Harke. Was macht denn wie mit der Harke? Ab ins Kloster. Hier drücken wir eine Leertaste. Okay. Wir drücken eine Leertaste. Wir drücken die Leertaste. Gabelschlauch. Aha! Genau. Und hinein damit! Ran damit! Okay, Freunde. Lili! Bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab! Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen! Lili verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Ich aber auch nicht. Weil wir wollen doch bloß helfen. Gott verdammt nochmal. Wir sind doch bloß da, um zu helfen. Wir sind die kleine arme Lilly. Die Lilly von Lilly Buddha. Was? Wie sieht der jetzt aus? Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Sehr gut. Und zwar diesen. Wie gesagt, Freunde, also ich habe das hier schon mal gespielt. Und wir reden mal kurz mit Freeman. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.